Moin, willkommen hier zu einer neuen Die Sims 4 Dschungelabenteuer Let's Play Folge. Ich bin Daniel von SimFans.de. Heute geht's weiter. Der Blue ist unterwegs mit dem Jaden. Die sind ja spazieren bei Nacht. Da gibt's Krams hier. Hol das mal. Ja, und wir gehen jetzt ins Museum. Ich würde sagen, das bietet sich an. Unser kleptomanischer Sim, der darf hier gern mal... Was gibt's denn da hinten noch? Der darf sich gern mal hier irgendwas krallen. Das ist nur Deko da hinten. Ja, schade. Oh, da gibt es noch mehr, oder? Nee, das ist nur so eine Pflanze. Der darf sich gern mal was krallen. Blue, komm. Abbrechen. Sammel das Zeug. So schön hier alles. Wow, bei Nacht auch. Ein Wunder. Wir krallen uns hier alles im Museum, und zwar die hochwertigen Sachen. Während die Eltern von Blue das Zeug hier ausgraben, spazieren wir mal da hoch, oder? Was gibt's denn da noch? Was gibt's denn da noch? Wo geht's denn da überall noch hin hier? Wow, okay. Ah, da gibt's noch mehr. Da, ausgraben. Wir brauchen diese Steinchen für unser Artefakt. Denn, ja, da muss man so ein Kristall reinsetzen, was die anderen bauen. Und dann kann man da Leute mit verfluchen oder selber irgendwelche Besonderheiten bekommen. Und du jumpst jetzt mal dahin. Oh, ist so wunderschön gemacht. Und das ist so richtig malerisch. Ich check sie immer noch nicht genau, wo wir jetzt sind. Boah, da sitzt so ein Vieh drauf hier. Was ist das hier? Oh, wie cool. Ist das so ein Leguan oder irgendwie sowas, ne? Boah, so ein Drachending hier, geil. Bewegst du dich auch? Nee, ne? Die schnappen erst zu, wenn es dann zu spät ist. Komm, auf Vieh mit Gebrüll. Wir müssen mal ein bisschen schneller, sonst wird es hier wieder taggleich. Dann kommen schon die Gäste wieder. Mann. Da oben ist das Museum. Bisschen mickrig. Aber das kriegen wir hin. Ja, Papi und Mami schlafen noch. Du hast ja auch Geburtstag. Ja. Bis zum jungen Erwachsenen. Leider Verantwortung gibt es hier nicht mehr. Obwohl wir uns so gut um den Jaden hier gekümmert haben, ja. Und auch nochmal versprochen. Oh, ein Diamant hat er gefunden. Boah, das ging jetzt aber schnell. Mal versprochen hier auch. Es geht natürlich weiter mit unseren Hunde- und Katzen-Families. Der Fokus ist jetzt eben nur vorerst mal Dschungelabenteuer. Aber die Story entwickelt sich dann wieder, ne? Wird wieder breiter. Wir spielen ja hier alle Packs im Let's Play. Aber der Fokus bis zum nächsten Pack ist natürlich das aktuelle Pack. Und das ist Dschungelabenteuer. Und jetzt würde ich sagen, komm, wir reisen mal hier hin. Besuchen mal das Museum. Geh mal allein hier hin. Da reisen wir jetzt hin, denn es ist ziemlich geil. Der hat ja Kleptomanie als Merkmal und durch die Schelmfähigkeit kann der Dinge klauen. Und immer mehr, je höher die Schelmfähigkeit ist. Und hier im Museum gibt es natürlich hochwertige Sachen, ne? Die müssen wir uns krallen. Von wegen hier im Dschungel gibt es die größten Schätze. Wir steigen ins Museum ein. Ja, und ist da niemand. Komm, wir müssen immer schnell sein, weil dann kommen die Gäste hier erst später. Und wir krallen uns jetzt das hier, ne? Wir krallen uns das. Schnell, bevor die Sims hier kommen. Die kommen immer, wenn man ein Grundstück besucht, dann kommen immer die Sims so nach und nach. Wir müssen einfach schnell sein. Hoffentlich ist hier niemand. Ich sehe aber niemand, ne? Komm, das schnappst du dir. Schnapp dir das Ding, komm. Yes. Hopp, yay. Erfolgreich einen Gegenstand mitgehen lassen. Haha. Tschakka, ja, tschakka. Sehr gut gemacht. Komm, wir machen gleich mal ein Foto von dir hier im Museum. Ja, was krallen wir als nächstes? Wir müssen leider ein bisschen warten, ne? Ist ja hier erfolgreich. 2 Stunden. Ah, aber da gibt es noch mehr hier, Krams. Was gibt's denn hier noch so? Voll schön, ne? Voll schön. Was gibt's hier noch? Nichts mehr. Aber es ist ein großes Grundstück, kann man geile Sachen bauen. Aber hier hinten gibt es auch noch Krams bestimmt, oder? Da muss es doch noch was geben. Das kann ja wohl nicht sein hier. Nee, da ist echt nichts hier, ne? Da ist wirklich nichts mehr. Hier gibt's was zum Ausgraben. Oh, cool. Oh, cool. Oh, wie geil. Was haben wir da denn noch? Gibt es da noch irgendwas? Da gibt es noch mehr hier zum Ausgraben. Sehr gut. Was ist das? Schwarze Bohnen. Alles klar. Yay. Da können wir ein bisschen was ausgraben. Dann krallen wir uns nochmal was. Oh, da gibt es noch mehr. Dann krallen wir uns nochmal was und dann gehen wir zurück mal zu Red und zu Justin. Weil die haben ja letztes Mal wirklich diese coolen Sachen da ausgebuddelt. Und dann analysiert und ich bin so gespannt, was man mit diesem Artefakt machen kann. Das soll ja echt geil sein. Übrigens auch Archäologiefähigkeit nochmal als Tipp, falls ihr das auch spielt. Man kann ab Level 6 kann man hier so ein so als richtig als Ausgrabungsstätte das deklarieren. Und dann kann man bis zu 4 Sims können dann gleichzeitig hier ausgraben und man bekommt besondere Schätze. Aber das geht erst ab Level 6. Also da gibt es schon noch eine Steigerung. Es ist nicht nur ausbuddeln und manchmal findet man was Cooles, manchmal nicht. Sondern es ist schon ein bisschen umfangreicher, sag ich mal. Ja, also da
Nochmal der Tipp, es lohnt sich, das auch zu tun. Natürlich ein bisschen längerfristiges Gameplay, aber das ist ja, ne, ist ja nicht so schlecht. Komm, ich würde sagen, wir holen die Red mal hierher, wo du traurig bist, du Arme. Komm mal hier nieder. Weil du kannst ja auch was krallen. Du kannst ja auch was stehlen. Oder sind die Sims hier? Scheiß Touris hier immer, Mann. Gibt es draußen auch noch irgendwas Cooles? Gibt's nicht, ne? Kann man das? Ne, kann man nicht. Münze werfen kann man. Da komm, da wirf mal deine Münze. Trauriges Gemälde. Mach mal ein trauriges Gemälde. Mach mal. So. Was hast du gefunden? Ein Fossilstein. Alright. Wir müssen gucken, dass die alle mal rauskommen hier. Und? Können wir uns das was wünschen? Nee, ne? Malst du mal ein trauriges Gemälde. Wieso traurig? Weil die Red ist düster. Hm? Du bist düster. Oh, ist das schön. Hier können sie mal richtig schöne Sachen hier malen auch. Mal mal was. Mal mal ein Andenken hier für uns. Ja, das ist jetzt schlecht. Können wir die nicht alle herbeirufen oder so? Komm, wir rufen die alle herbei. Komm mal alle hier raus, bitte. Komm mal alle raus hier, bitte. Ja, du musst aufhören zu malen. Komm mal da auch hier herbeirufen hier. Wieso geht das jetzt hier nicht? Scheiße. Shiitake hier. Hallo. Du musst das herbeirufen jetzt, bitte. Bitte. Ne, jetzt laufen die alle wieder rein. Ach, nö. Sollte mal da bleiben. Genau, geht alle raus, alle weg. Yes, komm. Schnell, da kommen schon die Nächsten wieder. Oh, nee. Shit hier, mal echt. Verdammte Axt. Wir müssen hier die da nochmal. Geht es nicht jetzt hier herbeirufen? Come on. Da muss doch gehen jetzt. Andere Sims. Nee, geht auch nicht. Ich dachte, wir können die irgendwie zu anderen Sims oder so schicken, aber das geht jetzt auch nicht. Die müssen doch da weg. Voll doof. Sogar man kann nicht mehr hinter der Wand was klauen, weil die das ja trotzdem sehen, wenn die im gleichen Raum sind, ne? Ja, Red, dann guck mal, was du als Nächstes hier klaust. Hoffentlich füllen die auch wieder auf. Das wäre natürlich praktisch, ne? Das wäre natürlich praktisch. Wir müssen, glaube ich, mal so ein bisschen weiter weg noch. Vielleicht bringt's, da geht's dann. Kann man jetzt hier herbeirufen? Jetzt geht's hier, guck mal an. Hier, herbeirufen. Geht nicht. Na, du bist noch zu nah dran. Du musst hier rüber irgendwie. Geh mal da rüber. Jetzt geht's doch gleich, oder? Herbeirufen. So, ruf die mal herbei. Und jetzt kratzt du dir das Ding. Geht nicht? Wieso geht es nicht? Hat es kürzlich was gestohlen? Was hast du denn geglaut? Ich hab's gar nicht gesehen. Hast du hier draußen irgendwas geklaut? Ja, Blut, dann hopp auf mit dir hier. Verstehl den Tisch hier gleich. In das Objekt gleich mit. Red! Red, bleib hier draußen. Ruf die Sims ja herbei, bevor der Blue kommt. Blue, wo bist du denn? Schatzilein, du grabst dir noch was aus. Wir müssen zusammenarbeiten. Wir sind doch Diebstahlsteller-Kumpels hier. So. Herbeirufen. Blue, du musst dich mal abbrechen hier. Komm mal abbrechen. Das ist hier voll die Challenge, ne, die Sims da rauszulocken. Können wir die Tür nicht abschließen für alle? Für Gruppe, nee. Ah, nee, doch, hier. Tür abschließend für alle außer Mitglieder der Gruppe. Na, hallo, dann müssen wir die nur noch rauslocken. Na, Red, come on hier. Blue, du machst das jetzt nicht, aber wenn die da sind, alle. So, jetzt müssen wir die nur noch rauslocken, Red. Geh mal hier hin. Und dann machst du mal herbeirufen. Herbeirufen. Alle guten Dinge sind drei. Jetzt kommt schon der Nächste, Mann. Tür abschließend für... Ach, scheiße, jetzt ist er schon durch. Hier auch mal herbeirufen. Stopp! Abschließend für alle außer Mitglieder der Gruppe Diebstahlstähler. So, jetzt kommst du da nicht mehr rein hier, oder? Frechheit! Das gibt's da nicht. Das ist doch wohl eine Frechheit hier. Wieso geht das jetzt trotzdem? Blue, jetzt aber. Come on. Blue, come on. Blue, komm. Red, hol den hier her. So, yes! Blue hat's geschafft, yay! Und jetzt andersrum.
Blue kommt hier raus, ruft alle her, komm mal alle hier hin. Guck mal, was es hier gibt. Und Red, du gehst rein. Come on. Wieso geht das jetzt nicht mit dem Abschließen? Das ist echt kacke. So. Red, du gehst da rein, bitte. Komm, geh mal da rein. Und Blue, du rufst jetzt mal herbei. Du musst noch ein Stück weg hier. Gehen wir noch ein Stück weiter. Ist auch mal eine coole Challenge, oder? Man weiß nie, ob die Sims hier dazukommen. Jetzt hier herbeirufen. Red, was machst du denn? Laber doch nicht mit den Fritzpiepen hier. Ich muss jetzt hier ins Museum zurück. Du klaust jetzt das Ding hier, bitte. Schnell. Schnell, 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 schnell. Kann man den Teller auch klauen? Nee, kann man nicht. Aber die Kleinen gehen, ne? Die Kleinen sagen, komm mal an. Yes! Ja, wir haben es geschafft. Ja, cool. Okay. Ja, das ist schon mal nicht schlecht, ne? Einfach Museum hier mal abgrasen. Da auch ein Tipp für euch. Du darfst hier weiter noch ausgraben. Und die Red kann ja ihr Zeugs mal... nee, kann er nicht analysieren. Boah, wir haben so viel Krams hier. Das machen wir zu Hause. Nicht, dass da jemand uns das Krams hier klaut. Und Red, was machst du? Gibt's hier nochmal was zum Ausgraben? Blue hat schon alles hier abgegrast hier, ne? Was ist denn das hier? Nach Ausgrabungshügels absuchen. Oh, das ist eine neue Dings hier. Weil wir sind ja schon auf Level... Was sind wir Level? Oh, du bist voll müde. Wir sind hier Level 5. Ah, dann kann man das suchen schon. Sehr gut. Boah, wir haben schon 5 von 10 hier, Red. Geil. Sehen wir dich auch mal wieder richtig. Wir rufen da schon an. Ich glaube, hier wurde was gestohlen. Voll die Touris, ne? Mit den Hemden. Das ist so geil. Ich finde das so cool. Ready! Ready, ready. Ach, das stimmt mit dem Licht auch, ne? Das ist so ein Feld hier. Tschakka. Wir haben noch nicht den ganzen Dschungel entdeckt. Da gibt es noch einiges auch. Mhm. Und wir gehen dann auch wieder in den Tempel. Und oh, das ist geil. Unsere Abenteuer-Family. Ah, da ist schon einer. Guck mal, hier ist schon einer. Hol den dir. Der ist respawned hier. Komm mal. Yeah, ihr habt einen gefunden. Ich glaube, der war schon da, Red. Oder? Keine Ahnung. Ich bin ja so müde. Wieso habe ich eigentlich mein Abenteuer-Outfit nicht an hier, denkt sie sich, ne? Ohrhörer, ne, Outfits. Outfit ändern und zwar dein Dschungeldings hier, bitte, ja. Auch wenn die Hose nicht dazu passt, haben welche geschrieben in der ersten Folge. Na, voll gemein. Oh, ich bin dann eine alte Frau, muss ich am Dreck buddeln. Ja, bei mir im Let's Play, da gibt es keine Ausnahmen, ne? Ja, ja. So. Was hast du gefunden? Ein artefaktförmiger Dreckklumpen. Ah, bäh, ja, boah. Okay, dann lassen wir noch Ready hier noch, Ready, Steady, noch fertig machen hier. Und dann gucken wir weiter, ne? Holen wir uns dann, nochmal was, oder? Jetzt sind alle wieder drin. Blue, wir müssen wieder zusammenarbeiten. Wir müssen, den Teller kannst du nicht, ne? Kannst du nicht. Kann man das ganze Ding hier, klauen? Gravieren kann man da auch noch. Ja, die blöden Körbchen da, die bringen ja kaum was. Aber irgendwas hier, das hier muss bestimmt was bringen, oder? Nee, kann man nur studieren. Das ist aber auch nicht schlecht. Komm, dann studier das Ding mal. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Oder das Ding hier, das kann man nicht klauen. Aber das Ding kann man noch klauen, ja, also. Dann haben wir noch was hier zu klauen. Den Tisch kann man auch klauen. Ja, ich weiß nicht, was der Tisch bringt. Entweder viel oder ganz wenig, aber... okay. So, du kannst mal das Zeug studieren, bis die Ready fertig ist. Oh, du gehst schon auf Glö. Gehst du schon auf Glö? Oh, du musst gar nicht auf Glö, richtig. Wartet in Schlange. In was für einer Schlange? Eieiei, bleib mal da. Du kommst hier hin, bitte. Oder hier hin joggen, guck mal an. Die Oma joggt. Wer weiß, wie lange du noch lebst hier. Musst dich fit halten. Kann man dich mal herbeirufen und dich mal herbeirufen. So, da ist sonst niemand mehr drin, ne? Die laufen jetzt echt da durch. Die abschließen für Gruppe alle außer Mitglieder der Gruppe. Jetzt kommt der hier noch rein, Mensch. Red, du musst den auch mal herbeirufen. So, der Bluder muss ja hier analysieren. Na, der kommt jetzt nicht raus. Ja, toll. Zutritt gestatten für, alle. Jetzt geht's nicht mehr auf. Na toll. Jetzt haben wir die Tür verbuggt hier, oder was? Ah ja, ganz klasse auch. Ist er jetzt auf dem Klo? Nee, wo ist er denn hin jetzt? Jetzt ist er da. Hm. Wie kann ich das jetzt nicht wieder aufschließen? Das ist doch scheiße.
Na toll, das hängt ja hier fest bis immer, oder was? Ah, Daniel, du wieder mit deinem Sch. Nee, ne? Warum ist das jetzt so blöd hier? Das kann ja mal nicht sein. Blue. Aber eigentlich dürfte der doch dich nicht sehen, wenn du hier stehst. Der dürfte dich noch nicht sehen. Das sieht es doch nicht, oder? Der kann doch das gar nicht sehen von da hinten. Der guckt ja in eine ganz andere Richtung. Blue, du kannst einfach klauen. Komm. Ja, hat sogar geklappt. Dann geht es sogar. Okay, das wusste ich jetzt auch nicht. Ja, immerhin hier. Dann ist er nicht schlecht. Okay, alles gut. Ja, alles gut. Kann man den Pfosten da auch? Nee, das ist fett, ne? Oh, du bist wieder traurig. Mal so ein trauriges Bild. Kannst du mal ein nach Vorlage malen? Genau, ein großes Gemälde nach Vorlage, Red. Komm, das ist so eine schöne Ruine hier. Die müssen wir festhalten, bevor es der Daniel abreißt. Und ja. So. Bestimmt cool. Aber wir müssen mal eine Staffelei mitnehmen und dann hochgehen zu den Wasserfällen, zu den riesigen und da dann das nachmalen. Wow. Das ist eine Challenge. Oder soll ich das machen? Könnt ihr das mal bitte voten? Oder was soll ich machen als Challenge? Wer ist denn das eigentlich? Ist das nicht, dass das so ein Detektiv ist oder so? Ne, der Björn Bjergsen hier. Ja, sieht man schon an den Sandalen mit Socken und so, dass das ein Touri ist. Oh, das ist ein Blue-Verschnitt. Oder? Nee, das ist eine blaue Mütze, ich dachte schon. Und wie sieht's aus, Red? Wie sieht's aus? Komm, wir machen mal ein bisschen schneller. Wow. Jetzt komm, laber dich. Mal. Level 5 der Malerei. Ja, im Alter sind die immer so hochgelevelt mit allem, ne? Und dann sterben die. Und Blue ist älter geworden, wow. Wir haben das gute Manieren doch noch bekommen. Yeah, junge Erwachsene sein. Lebenslange Verantwortung, sich steigende Karriere und weite Horizonte warten. Ja, gab keine Party, aber ja, ich glaube, Blue ist da nicht so. Also Blue haben wir jetzt Snob und Kleptomanisch. Wir können dem mal ein bisschen was Positives auch noch geben. So soll es ja auch nicht sein. In welche Richtung entwickelt sich denn der Blue weiter? Blue ist Genießer, Musikliebhaber. Du hast gar kein richtiges Hobby irgendwie. Oder sollen wir dich auch materialistisch machen? Müssen wir eigentlich, ne? Ganz der Papa und die Mama. Papa ist Snob, Mama ist kleptomanisch. Materialistisch ist auch der Papa. Dann können wir eigentlich kaputt, vielleicht noch was Eigenes. Was ist der denn? Was ist der denn? Ein Bro, eifersüchtig. Mag keine Kinder. Eigentlich war er auch schon ziemlich zimperlich, muss man sagen. Ne? Da oben in der Natur, da ist sie schon angestellt. Wird es ganz übel beim Anblick von gruseligen Krabbeltieren, erbrochenem Gewalt und Gräueltaten des Sensenmanns. Diese Sims fühlen sich in der Nähe von schmutzigen Dingen unwohl. Ja, es ist schon ein bisschen so ein verwöhntes Kind, oder? Komm, wir machen das so. Das passt zur Story, die Rich People Family, ne? Die Eltern. Und ja. Ja. Kleptomanisch und Snob. Das ist eine coole Kombi eigentlich. Ja. Tierlieb haben wir ja schon. Als Bestreben. Sehr cool. Blue! Du wirst alt hier. Oh, ich habe alles abgeschlossen da. Ja, jetzt können wir nur mal gucken, ob wir doch noch mal was klauen können. Traurig, Geburtstag vergessen. Na toll. Wo ist denn der Chipsy? Jetzt ist er jetzt wieder rausgebackt hier. Der ist hier. Oh, der ist auf dem Klo. Schnell! Schnell, bevor er rauskommt. Schnell, klar den Tisch. Schnell. Yay, es hat geklappt. Ready, du auch noch. Come on. Ah, nee, jetzt kommt er da gerade. Ach, shit, ey. Ich hoffe, der verzieht sich jetzt bald mal. Probier's einfach, Red. Wir können ja nichts verlieren, wirklich. Ach, nee. Und das hat er jetzt gesehen, oder was? Nee, ne? Erwischt worden. Ach komm jetzt, wirklich mal. Das kann ja wohl nicht sein. Mann, mach das mal im Inventar platzieren. Das wollen wir nämlich noch behalten, bitte, ne? So. Unsere Diebstahlstähler im Museum hier. Das ist so cool mit der Gruppe, ne? Die Fettweggruppe haben wir einmal und die Diebstahlstähler. Das ist so cool. Ha? Wo ist der Chillenberg? Ist es? Ja, gut, kann man nichts machen. Ist aber ein cooles Gemälde geworden. Haben wir jetzt hier, nehmen wir mit. Wo ist es jetzt? Weg ist es. Wo ist es denn jetzt? Bin ich jetzt blöd oder was? Nee. Da ist es doch, hier. Theresa Triceratops, die wilden Pflanzenfresser, die du hier begegnet bist.
Hä? Das ist doch das Ding da oben. Da, großes Gemälde, Qualität normal. Okay. Immerhin. Jetzt haben wir das Museum abgeschlossen. Ja, so ist das halt. Leute, wir gehen mal wieder zurück zum Markt, würde ich sagen. Aber du kannst jetzt überall nach Ausgrabungshügeln suchen, das ist ja auch nicht schlecht. Come on. Was ist denn los mit dem? Oh, du Armer. Oh. Die denken alle, wir sind Streuner, ne? Die packen dich nicht an hier. Du musst mal gucken. Du brauchst was zu mampfen. Hallo? Wir küssen dich erstmal so. Dass du hier mal losläufst. Und dann ganz besonderen Schmatzer geben, weil Kumpel ist. Bitten das Geschäft zu erledigen. Wussten, dass das Leckerli jetzt sind. Mann. Da, Leckerli geben haben wir auch noch. Hier braucht dich. Oh nee, Blue Jump hier runter. Come on. Meine. Freddy, du bist auch schon so müde, ne? Was mein ich mit dir nur? Oh, da ist wieder diese Kirche da, ne? Oh, ist die schön, ne? Die ist so cool. Oh, diese Vögel auch überall. Ich finde das Hammer. Hammerhart, ja, hammerhart. Irgendwo soll es auch ein Krokodil geben, habe ich gesehen. Ich weiß nicht wo. Ich habe es noch nicht gefunden. Es gibt hier noch genügend Entdeckungsreisen, Sachen, oder? Hä? War da gerade grün, oder? Da ist, glaube ich, das. Nee, das ist kein Krokodil. Nee, das Ende der Welt hier. Das Ende der Welt hier. Wo ist denn das Krokodil? Ist das hier in der Welt? Ich weiß es nicht. Drüben gibt es ja eigentlich auch nur die Insel. Das ist sogar eine Wasserschlange. Bäm! Ist das ein Feature oder ein Bug? Die schwimmt ja auf dem Wasser. Ich pass auf, jetzt wird sie gleich gefressen vom Krokodil hier. Schon schön gemacht, ne? Wahnsinn. Wir gucken mal so ein bisschen um. Sims kommt schon klar. Pass auf, es passiert gleich was Dummes. Kommt so eine Meldung. Dann, alle sind tot. Ja, danke auch. Ne, ich sehe kein Krokodil. Wo soll denn das sein? Habt ihr das schon gefunden? Das würde mich mal interessieren. Hier, ob da. Es ist nur Deko, aber es ist da anscheinend. Glaube ich. Habe ich gesehen, zumindest irgendwo. Verdammt, ich hätte mir merken sollen, wo. Fragen sollen. Gründlich nachgesehen, aber keinen gefunden. Oh, vielleicht schauen die aus dem omiskanischen Gottheiten beim nächsten Mal wieder vorbei. Jaden hat Hunger. Ja, der kriegt ja schon was hier zum Mampfen, ne? Der kriegt ja schon Leckerli hier. Tweber. Da war es doch gerade hier schon. Da war's hier, war zurück. Leckerschen geben. Mach das mal, komm. Dann darfst du auch selber was essen. Oh, du Armer, ne? Daniel lässt dich euch wieder hier völlig... Tja. Und Reddy isst jetzt selber was. Ich hab das wieder abgenommen, ne? So als Oma. Und Tour. Ja, wie geht's dir denn? Du siehst ein bisschen fertig aus, bist du auch, ne? Wir rufen da immer an, Mensch. Ja, können wir an. Ja, da ist deine Tochter, ne? Die ruft an, come on. Da gehen wir ran. Hi, bist du noch im Flieger? Wo bist du eigentlich? Wir haben mich irgendwo in der ersten Folge im Dschungel verloren, glaube ich. Kein Plan, ich weiß auch nicht mehr. Ciao. Packst du das jetzt ein, oder was? Du klaust immer Sachen hier. Das ist der Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn hier. Wir schreiten jetzt schon wieder. Wawa, hier, hallo. Immer mal Kulturfähigkeit weiter, ne? Du Arme, du musst eigentlich schlafen gehen. Wo ist eigentlich Justin? Lokale Begrüßung, come on. Ach, da, dir, lass mich doch mal. Ja, jetzt komm ein bisschen. Der ruft dich schon her. Hallo, Red, komm her. Ich schreie hier rum wie ein Wilder. Aha, hallo. Können Sie bitte aufhören zu schreien? Das nervt voll. Ja, mach ich. Tschüss. Da schreit er gerade weiter. Ich glaube, der hat dich nicht verstanden, Red. Du musst nochmal sagen. Nee, aber die Geschichte der lokalen Waren erfahren. Komm, das fragst du mal. Können Sie mal wieder ruhig sein hier, ja? Ah. Level 3, okay, Red hat begonnen, die lokale Begrüßung zu perfektionieren und einen Geschmackssinn für die lokale Küche entwickelt. Sie hat ein neues lateinamerikanisches Gitarrenstück freigeschaltet. Boah, wir können nicht mal Gitarre spielen. Wir haben als Teenager mal hier Geige angefangen, aber das haben wir dann gleich wieder bleiben lassen irgendwie, ne? Wie es halt so ist mit Instrumenten und so. Oh, du bist müde. Okay.
sind auch am Ende. Ich danke euch fürs Zuschauen. Mit diesen Einblicken und diesem Geschrei verlasse ich euch heute. Und beim nächsten Mal geht's weiter. Mal gucken, ob unser Steinchen schon gekommen ist, dann, den wir dann einsetzen können in unser Artefakt und damit dann coole Sachen zu machen. Verfluchen und was weiß ich alles da gehen soll. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.